Was geht ab, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Jetzt geht's los. Ja, wir sind auf jeden Fall jetzt hier zum Musikvideo drehen. Wir haben es jetzt sehr früh. Wir sind schon sehr früh losgefahren. Wir haben beide gar nicht richtig geschlafen. Oder wie war das schon? Mann, eineinhalb Stunden. Alles klar. Ja, ich habe gar nicht geschlafen. Wer ist hierher gefahren? Ja. Wer ist hierher gefahren? Ich. Okay, und da habe ich geschlafen. Sie ist so gut gefahren, dass das Auto mal gesagt hat, Kaffeepause einlegen. Wir haben jetzt 9 Uhr morgens gleich und wir drehen hier ein Video, und zwar mit dem lieben Matthias, a.k.a. Icke Hüftgold, und zwar Freaks. Dann bin ich halt ein Freak. Das ist jetzt die Vorproduktion und ich dachte, ich mache da einen Vlog draus, um euch alles zu zeigen, wie läuft das hier ab. Hier kommt gleich noch, Jay kommt gleich noch, Christoph kommt gleich noch. Da gab mal Coffee. Wir sind auf jeden Fall die Crew. Wo wirken wir mit? In meinem Schmuddelfilmchen. Okay. OnlyFans heute. Die Realität sieht auch nicht besser aus. Also, du bist trotzdem wunderschön. So. Und da haben wir auf jeden Fall viel Action. Wir sind mit in dem Video mit am Start, auch prägnant. Sharon hat auch großen Anteil bei diesem Video. Ich frage sie nach ihrem Namen. Jetzt gerade aktuell, wo das Video draußen ist, seht ihr praktisch behind the scenes, wie alles entstanden ist. So. Achso, Datum wäre noch ganz gut. Was haben wir heute? Samstag, der 6. Februar. Morgens auch noch ein Drehtag. Und ja, ich würde sagen, starten wir jetzt den Vlog. Lass knacken. Nicht lang schnacken. Brötchen knacken. So, das ist jetzt hier die Drehlocation sozusagen. Hier ist noch gar nichts los, aber hier wird es noch richtig krachen. Und da ist der liebe Matthias. Also vielen Dank für die Einladung. Und kannst du ganz kurz uns sagen, was wir hier genau drehen? Wenn du irgendwo einen Strohhaufen siehst, dann könnt's. Darf man sagen. Ach komm, der wird den jetzt. Der war scheiße. Oh Mann. Warum liegt hier überhaupt Stroh? Warum hast du eine Maske auf? Hä? Nee. Es wird Musikvideo, tatsächlich. Weil ich mache halt viel Musik und jetzt muss ich irgendwie mal ganz andere Musik. Wer nicht weiß, was ich sonst mache, dicke Titten, Kartoffelsalat. Ole, 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 dicke Titten, Kartoffelsalat. Kennt man auf jeden Fall. Mein Lieblingslied in welchen die letzten Jahre. Jetzt machen wir was anderes. Und der Titel heißt auf jeden Fall Freaks. Freak. Ja, 2 Drehtage haben wir morgen auch nochmal, ne? Ja, aber es ist ein Sauftag, eigentlich noch ein Zwischensauftag eingeplant, also so wie wir das immer machen, ne? Okay, alles klar. Also dokumentiere ich alles auf jeden Fall und ja, ich würde sagen... Feuer frei, wo ist das? Hast du auch ein gutes Kostüm? Das sehen wir gleich. Das sehen wir gleich. Ich würde sagen, bis in den Kostüm. Es wird hier noch ein Vlog produziert, ne? Und wer natürlich jetzt hier ein Video mitmacht, der muss davon ausgehen, dass er auch zu sehen ist. Genauso wird es hier sein. Wie fühlt ihr euch? Gut, wie du? My mask is broken. Tja, that's the problem now. Besser als der Penis. Oh! Okay. Die? Ja? Ja. Würde ich sagen. Und was machen wir Make-up-technisch dann? Entweder ich mache dir wirklich eine und du kannst sie verstecken, wenn du keinen Bock drauf hast. Ja. Dass man so ein bisschen so macht und man sieht's aber. Ja. Ja, doch. Ich finde die also rot. Ganz ja. Rot. Auch nicht schlecht. Auch gut, oder? Ja. Habe ich nämlich abgestimmt zu meinem Hoodie. Hi. Du hast echt tolle Sachen an. Ey, hast du einen geilen Arsch? Sie hat eben gesagt, dass sie hauptberuflich solche Klamotten nicht tragen würde. Sie, also, kommt immer drauf an, was du heißt, zahlst. Eine... Nein, ich wollte damit sagen, du machst es umsonst, Leute. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Also nicht hauptberuflich. Ja, mach ich's umsonst. Komm, jetzt auf. Gib die Post ab jetzt. Ich geb's
ja zu, im Flirten bin ich nicht so das Genie. Versuch es immer wieder irgendwie in Annabelle, Magdalena und auch in Marie. Bin ich schon ein klein bisschen verliebt. Warum läuft schon wieder alles schief? Und schon wieder schau ich in mein Glas so tief. Verführen ist nicht so mein Gebiet, aber scheiß drauf, dann bin ich halt ein Freak. 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 Dann bin ich halt. Aktuelle Lage nach ein paar Stunden Dreh. Noch ein paar Stunden mehr. Also wir haben jetzt, glaube ich, tatsächlich 3 Stunden gedreht für 6 Sekunden Clip. Nur da Arbeit, muss ich sagen, na, aber wird's lohnen, wird's lohnen. Alles klar. Dann bin ich halt ein Freak. Und nach ein paar Stunden Dreh jetzt, aktuelles Feedback? Aktuelles Feedback ist, es macht Spaß. Ja Freunde, wir sind ja gerade aktuell noch in Corona und die Leute haben keinen Bock mehr. Das ist jetzt hier eine Demonstration in dieser Art und Weise, dass sie alle hupen, ne? Hier gerade in Limburg, live vor Ort. Wolfgang, du bist dran. Ab jetzt. Ja, quasi. Genau. Kannst du mal ausprobieren? Also komm, ich sage, ich muss jetzt noch nicht fallen durch, oder was? Genau. Seid alle bereit? Ja. Dann bin ich halt ein Freak. Was ist hier los? Auf einmal kommt da einer auf mich zu. Ich schreie in ihr Ohr, wer bist denn du? Sie dreht sich um, ich frage mich, warum sie das wohl tut. Ich finde sie doch eigentlich ganz gut. Warum läuft schon wieder alles schief? Und schon wieder schau ich in mein Glas so tief. Verführen ist nicht so mein Gebiet, aber scheiß drauf, dann bin ich halt ein Freak. 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 Nein, 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 nein. Bleib dein Maul, ist das anstrengend. Ja, noch eine Runde, hä? Ja. Direkt wirkt alles anders mit euch. Hammer. Also, hast du gut gemacht. Danke auf jeden Fall für das Feedback. Ihr macht es alle gut. Es ist jetzt noch richtig Spaß, aber es ist natürlich auch Corona. Ich mache viel Sport. Ich bin anstrengend. Jetzt gibt es mal eine kleine Pause. Und danke fürs Feedback. Ja, gerne, Wolfgang. Das sind ja jetzt die Situation, wo wir auch das Plattencover fotografieren, ja? Ja. Eventuell. Ja. Moin, Meister. Ne? Gut, damit ist die Monetarisierung weg. Ich bin's, euer Wolfgang Petri. Daddy, kommst du runter? Komm rein. Jetzt kommt da die Frau hinten. So, nochmal für mich. Tanzen, ab und zu mal reingucken, ab und zu nicht. Genau. Den hört man nicht. Ja, wenn du die Runde annimmst, alle gucken in die Kamera. Dann bin ich halt ein Freak.
Der musst du alles geben, immer 100%, mein Freund. Seht ihr das? Seht ihr das? Sind die Arbeit. Memo an mich selbst. Kondition aufbauen. Woo! Mensch, Wolfgang. Mensch, Petra. So, ich bin auch hier. Erstmal Stößchen, ne? Ja, hier. Cheers. Ja, warte, hier. Gönn dir erstmal, ne? Zur Mitte, zur Titte, zum Sack. Ja, hier ist einiges Sack, los hier. Zack, zack. Prostata. Was gibt's noch für schlechte Sprüche? Küsschen. Ja. Gut, dass du gerade da bist. Ich habe eigentlich im Grunde genommen den ganzen Tag darauf gewartet, endlich mal was erzählen zu dürfen. Also ich bin hier heute beim absolut legalen Dreh von Matthias Distel, von seinem ersten Song, der heißt Freak. Und da darf ich eine Nutte spielen. Finde ich schön. Nice. Ja. Das Schöne ist, es ist alles sehr realitätsnah gedreht. ja. Weißt du, was das Geile ist? Ich meine, darf man das zeigen? Du darfst mir den Schnitt filmen. Hier, guck mal hier. Okay. Ich habe einen Reißverschluss unten rum und ich habe tatsächlich heute, als ich das angezogen habe, überlegt, ob ich meinen Schlüppi einfach weglasse. Dann brauche ich nicht das ganze Teil immer runterziehen, wenn ich auf Klo muss. Ja, aber stimmt auch wieder. Aber du hast es auch noch nicht nur vorne, du hast es auch hinten sogar, ne? Ja, genau. Kannst von vorne und hinten. Genau. Ja. Ja, ja. Es irritiert mich auch ein bisschen, aber ich habe auch noch einen Schlüppi an. Also ich muss mich immer komplett blank ziehen. Das aber nichts. Ich habe meine Nippel abgetaped. Sehr gut. Schön. Also Pia. Die waren auch teuer, die Brüste, von daher kann ich sie jetzt auch mal zeigen. Ja, das ist doch irgendwie, ne? Hallo, guten Tag. Ich brauche Sie nun für eine Szene. Dankeschön. Okay, alles klar. Danke fürs Interview. So. Gönn dir jetzt erstmal. Jetzt drehen wir noch ein bisschen hier. Und ich gönn mir jetzt erstmal einen schönen Jägermeister. Alkoholfrei. Coca. Aber wie halt, ne? Genau, hier. With the straw, players. See you later. Danny, nicht okay. Stellt dich hin und geht auf den. So Leute, auch bei so einem Dreh hält die Ernährung. Na, ich muss ein bisschen auf meine View achten, deswegen schön Reis bestellt. Alle bereit? Ja. Halt doch einfach mal Small da mit deiner Kamera jetzt, Alter, mit deinem Vlog. Lass doch mal die Profis arbeiten, ey. Jürgen! Work! 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 Feedback zum ersten Drehtag. Ja, ich bin dankbar. Es ist ein sehr professionelles Team. Klasse organisiert alles. Catering ist sehr gut. Zeig doch mal kurz. Also, das übrig ist, da sind noch Pasta und so drin. Und ja, wurde dann alles gedacht. Safety first, wird alles eingehalten. Ist cool. Nice. So, Wolfgang Petri ist mal auf dem Klo. Jetzt habe ich hier ein bisschen Ruhe. Ich gehe jetzt hier mal ins Parkhaus, in die Tiefgarage. Und talk mal ein bisschen was, weil ich habe jetzt noch gar nicht zum Ablauf überhaupt, glaube ich, gesagt. Das, was ihr bis jetzt alles gesehen habt, ist das fertige Musikvideo von Matze, a.k.a. Icke Hüftgold. Ist auch alles in der Bio verlinkt, Video ist online, durfte es ja auch nicht vorher posten. Und das ist ja so ein bisschen behind the scenes, was wir gerade erleben. Ja, also wie gesagt, ich habe heute Morgen kaum geschlafen, vielleicht im Auto so ein bisschen, eine Stunde. Also ich bin eigentlich richtig verscheppert, sollte auch eigentlich mal ins Bett gehen. Das war schon lange geplant gewesen, aber ich bin so ein Typ, ich weiß nicht, wenn ich früh morgens, wir mussten schon sehr früh anreisen. Ich bin so ein Typ, ich mache dann lieber durch und ziehe den Tag dann durch und schlafe dann so entspannt. Ne? Morgen müssen wir auch nochmal, glaube ich, ich weiß noch nicht genau wann, aber morgen ist auch nochmal ein Drehtag. Und der erste Drehtag hier neigt sich zum Ende. Hat mega Spaß gemacht bis jetzt. Cooles Kamerateam, obwohl Corona ist, dass man das auch alles im Griff bekommen hat, dass man eine Genehmigung bekommen hat. Heute Morgen haben sich alle nochmal getestet und es ist einfach super organisiert. Und ja, ich finde halt einfach den Song auch einfach nice, passt auch. Und wir wurden auch von Matze gefragt, ob wir Charaktere in diesem Video spielen können. Und
Und da haben wir natürlich gesagt, als Crew machen wir auf jeden Fall. Und irgendwie passt es auch. Deswegen laufe ich auch so ein bisschen freaky rum, die anderen auch. Und das ist auch der Sinn dahinter. Wir lassen jetzt ganz entspannt den Abend ausklingen und dann geht es morgen weiter. Ja, das war auf jeden Fall erstmal Feedback dazu. Und ansonsten alles, was mit Schauspiel zu tun hat, ne, dass man auch ein bisschen actet da in die Videos, das gefällt mir sowieso. Und hat mich auch mal gefreut, dass ich mal wieder einen Vlog machen kann. Ja, gerade auch in der ganzen Corona-Zeit. Kann man ja kaum was machen und deswegen hat es mich gefreut, dass ich immer wieder ein bisschen rauskomme, was anderes sehe, einfach mal in Limburg bin und vor allem auch einfach mal wieder einen Vlog machen kann. Also ich vermisse es ja auch. Ich meine, ursprünglich habe ich ja auch mit Vlogs angefangen und das macht mir einfach immer Spaß, euch da auch einfach mitzunehmen. Also ich bin dabei. Definitiv nein. So, in diesem Sinne. Ein bisschen weiter links, rechts von dir aus, andere Richtung laufen. Noch ein bisschen mehr in eine andere Richtung. Dann bin ich halt ein Freak. Ein bisschen ruhiger, nicht ganz hektisch. Wie Mini-Playback-Show, nur ohne Show. Ich finde das so geil. Mach einfach die ganze. Reicht doch, oder? Ey, lass mich nicht hängen. Oh Gott, bam. Nein. Donkey, denken Sie. Drehschluss. Das war der erste Drehtag. Nice. Dadurch, dass es für uns ein Arbeitsauftrag ist, dürfen wir im Hotel übernachten. Und für mich fühlt sich das gerade an wie Urlaub. Wenn man halt einfach die ganze Zeit irgendwie nicht verreisen kann, nur zu Hause ist und dann mal wieder irgendwie jetzt, auch wenn es nur Limburg ist, was heißt auch nur, wenn es Limburg ist, dann ist man ja ein bisschen unterwegs. Genau das wollen wir verhindern. Ich sehe das nicht so, ne? Und jetzt hier haben wir so von Summerfield und Icke so ein Hotelzimmer gestellt bekommen. Mit einem Boxspringbett auf übelst bequem. Hier Tower Bridge am Start, denn dieser Style, richtig chillig, ey. Also, boah, hier kann man sich auf jeden Fall ein bisschen gemütlich machen. Boah. Bequemes Bett und was haben wir hier? Schöne Vorhänge. Mhm. Dann haben wir hier noch ein Bad. Alles in diesem Stil. Grüß dich, meiner. Oh, ja, so eine Dusche brauche ich auch eigentlich zu Hause, wo du einfach noch reingehst. Zack, easy. Und ja, morgen geht's weiter und da starten wir dann den zweiten Drehtag im Studio von Summerfield. Das ist auf jeden Fall richtig nice. Ich habe es schon mal auf Videos gesehen und dann bin ich auf jeden Fall mal morgen live vor Ort und zeige euch die ganzen Sachen. Jetzt ist auch erstmal Pen angesagt und ja, Mann, war auf jeden Fall ein cooler Tag. Der erste Drehtag vom Musikvideo war auf jeden Fall nice. War viel Action, hat sich aber gelohnt und wir hatten trotzdem viel Spaß. Auch wenn es jetzt am Wochenende ist. Arbeit ist nicht immer gleich Arbeit. Wenn man was mit dem Herzen macht, dann macht natürlich auch noch nebenbei Spaß. Und dann ist es auch eine tolle Erfahrung und dann hat man auch eine coole Zeit einfach. Versteht ihr, was ich meine? In diesem Sinne haue ich mich jetzt hier in dieses Bett und bis morgen. So, wir haben es jetzt Sonntag. Moin! Ja, wir sind hier bei. Wir sind jetzt hier beim zweiten Drehtag in wo? Junge, die sind noch von gestern. Halbmoden, ne, die sind neu, bist du jetzt? Nice. So, Christoph. Ach, da ist er ja. Der allerechteste. The real. The real. Ich hab genau gesehen, wo deine Hände heute Nacht waren. Ich hab's genau gesehen. Bro, ganz kurz. Nee, du, mir geht's nicht gut. Kann sein, dass ich kotze. Puh. Na, dann lass alle. Das ist wirklich falscher. Mir geht's so schlecht, ne? Also ich könnte dich ja dubeln von der Figur her, aber. Nee. Aber so ein hässliches Gesicht habe ich einfach. Trink mal richtig. Hast du das gefühlt? Dann kommt die Magensäure mit. Der war gut. Hab ich das wirklich gesagt? Der war gut, auf jeden Fall. Christoph, geht's heute gut? Boah, ich hab Magenknochen. Nee, warte. Ja. Wen, Ja. Er meint es ernst, oder? Meint es ernst? Ich will nicht verarschen. Wie willst du gehen? So wollte ich fragen, genau, kannst du uns ganz kurz sagen, wo wir sind und was das hier genau ist? Also wir sind in der Anstalt, in der Kreativanstalt von Summerfield Records und wir machen hier Musik. Wir machen hier einen Film. Sonst noch was? Okay, ja, ich darf ich das auf jeden Fall den Leuten jetzt mal zeigen, ne? Bitte.
zum Beispiel hier rüber guckt. Zack, ich gehe auch nochmal in den Raum mit euch rein. Hier ist Gesangsraum. Ah, hier ist der Gesangsraum, genau, hier haben die Aufnahmen gemacht. Ja, was soll ich dazu sagen? Also richtig, richtig schön hier und vor allem auch groß, und da haben die Jungs sich richtig was aufgebaut, und vor allem auch in diesem Studio, wenn es beleuchtet ist, da kann man auf jeden Fall richtig gute Sachen machen, hat auch einen richtig guten Look, da kann man wirklich auch eigene Shows machen, meiner Meinung nach. Also mir gefällt es ja richtig gut, richtig nice, also auch wirklich alles sehr schön, sehr massiv fühlt sich an, ist auch alles neu gebaut. Hier hast du auch einen guten, wie man es hört, auch einen guten Klang halt einfach, was man hier macht mit den Aufnahmen. Richtig, richtig nice. 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 Und die Jungs haben jetzt hier mal alles angemacht, was es hier an Technik gibt. Diese LED-Wand, guckt euch das einfach mal an. Und ich weiß, eventuell kommen da jetzt die ein oder anderen Erinnerungen. Ne? Aktuell ist ja nicht möglich. Der Megapark, ne? Malle. Weißt du Bescheid, ja. Ich lach zwar, aber es war einfach alles schade, dass da auf Mallorca gerade nicht so viel Action ist durch Corona. Und ja, ich glaube auch aus diesem Ursprung ist das auch hier entstanden, dass jetzt hier so ein TV-Studio gemacht wurde. Das ist die Zentrale. Hi Jungs. Servus. Es ist einmal der. Adrian. Und der. Sascha. Und ihr regelt das hier? Ja, wir geben unser Bestes. Also ihr macht auf jeden Fall, richtig gute Arbeit, würde ich mal sagen. Ja, dann hat man hier natürlich auch, wie in so einem richtigen TV-Studio auch, kann man hier auch alles steuern sozusagen, ne? Alles beobachten aus diesen Räumchen. Richtig nice. Ich mache mich jetzt fertig und dann geht's weiter mit dem Videodreh. Extra noch schön selbst gekocht. Hier ist alles vorbereitet, lecker hier. Oh, das ist ganz wichtig heute, ne? Ja. Grüßt euch, Molle Petri hier. Vegan ist eine gute Nummer und es gibt auch wirklich gutes veganes Essen. Kann auch jeder für sich selbst entscheiden, aber ich muss auch sagen, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber bei mir ist es so, manchmal hast du einfach Bock auf Fleisch. Das stehe ich auch einfach zu. Und da ganz weg von der Schiene ist noch ganz schwierig. Reduziert ja, aber ganz weg weiß ich nicht. Bist du vegan? Ja. Pommes. Seit 9 Jahren. Seit 9 Jahren? Warum hast du dich damals entschieden, vegan zu werden? Aus gesundheitlichen Gründen. Ich hatte damals total Pickel und durch das Absetzen von Kuhmuttermilch sind die alle weggegangen. Super, ja! Da bin ich aber auch voll bei dir. Also hier Milchprodukte, also eine Kuhmilch, Digga. Wenn du dir wirklich mal vorstellst, ich hatte gerade eine gewisse Vorstellung, wenn du dir vorstellst, wie, was in der Kuhmilch so drin ist und was ist alles so, dann hast du irgendwann, also ich möchte euch nicht schlecht reden, kann dir selbst entscheiden, aber ich trinke keine Kuhmilch auch mehr. Also da bin ich wirklich komplett so, da mache ich hier Sojamilch, Kokosnussmilch und Hafermilch. Erst also gesundheitliche Vorteile und dann die Ethik. Also ich habe gesehen, was da mit den Tieren passiert und habe gesagt, ich will damit nichts zu tun haben. Ich will das nicht unterstützen mit meinem Geld. Und mittlerweile ist es ja voll easy. Du kannst überall vegan essen, kannst bei Burger King vegane Nuggets essen, kannst im Supermarkt auch schon kaufen. Ich unterbreche nur gerne, aber wir brauchen den Danny. Ich komme jetzt sofort, es geht ja um vegan gerade. Was haltet denn ihr von vegan? Ganz schnell noch gesagt. Pia? Eben das, was er... Also ich finde es generell gut. Mir selber fällt es nur unfassbar schwer, auf einige Sachen zu verzichten, wie Fisch zum Beispiel. Aber ich, also Milch zum Beispiel oder sowas esse ich ja, das kriege ich ja auch gar nicht. Ja, okay. So Süßigkeiten, die waren eben Ich werde gezwungen, zu Hause von meiner Frau vegetarisch zu leben. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde es gut, weil ein bisschen weniger ist gar nicht schlecht. Und ich muss es bestätigen, ich fühle mich besser als die ganze Zeit Druck, Druck, Druck. Okay, das ist auch eine gute Meinung. Und jetzt noch du? Ja, ich finde es halt auch schwer, einfach das zu kochen, ne? Jeden Tag dasselbe. Ja, das finde ich nicht gut. Also, ich finde das nicht gut. Das finde ich nicht gut. Also, viel Variation kannst du nicht reinbringen. Also, du bist auf jeden Fall auch... Das stimmt nicht. Okay, okay. Bevor wir jetzt hier noch eine Talkrunde eröffnen, das war das Was? Vegan ist einseitig nehmen. Also ich bin auf der Seite so, ich kann schwierig auch auf Fleisch verzichten. Christoph ist schon mehrere, ist schon wirklich auch mehrere Jahre jetzt vegan. Er ist hängen geblieben. Und damit beende ich jetzt auch diese Talkrunde. Danke fürs Zuhören. Maul. So, von veganer Ernährung zum Videodreh. Hi. Wie ist denn dein Name, wenn ich fragen darf? Wie ist? Herbert. Herbert, grüß dich. Ja. Matze, bist du motiviert oder was? Alles klar, dann fangen wir an mit dem Videodreh. Motiviert? Absolut nicht. Nice. Hinten auf dem leeren Stuhl. Ja, ganz weit hinten. Das muss Liebe sein, sie hat Blumen für mich. Hier, ganz übrig. Ich erwarte das zurück. Das ist mir eigentlich ein bisschen zu alt, aber ich mache heute mal eine Ausnahme. Das freut mich sehr, danke schön. Magdalena und auch in Marie bin ich schon ein klein bisschen verliebt. Warum läuft schon wieder alles schief? Und schon wieder schau ich in mein Glas so tief. Verführen ist nicht so mein Gebiet, aber scheiß drauf.
bin ich halt ein Freak. Dann bin ich halt ein Freak. So, Gruppenfoto ist im Kasten, 2 Tage Drehtag, danke! Jetzt wird wieder jeder sagen, guck mal, der wischt sich die weißen Flocken dann noch ab, die Rest ist. Nein! Kein Witz. Mach's gut. So, das mach ich nicht. Und tschüss. Danke. So, Freunde, wir haben jetzt hier noch eine Heimreise vor uns. Schön mit Blitzeis. Kann ja was werden, ne? Alles klar. So, ich berichte gleich nochmal aus dem Auto. 20 Minuten später. Leute, wie ihr seht, ist hier eine Abfahrt, ne? Kann man auf eine Straße fahren. Der liebe Danny hat sich aber einfach mal gedacht, wie ihr an den Spuren hier seht, er fährt einfach mal hier runter. Hier rüber. Kannst du noch meinen letzten Kommentar, bevor es passiert ist, sagen? Er gibt mir Gas und sagt, ja, ich muss schnell. Ich sag, nein, Danny, nee, doch, ich muss gucken, wie glatt das ist. Und jetzt stehen wir hier. Okay. Ich komm gar nicht klar. Ich komm. Das war's. Ich weiß gar nicht, wie es berumstert. Ich hab keinen Plan. Bro, kannst du wenigstens kurz den Vlog dann auch sagen, cool und so? Also, die letzten Worte? Also, meine letzten Worte, dreht sich mein Propeller wenigstens? Nein. Also, meine letzten Worte sind, ich hoffe einfach nur, dass Sharon und Danny sicher zu Hause ankommen. Und fahrt vorsichtig, wenn's draußen. Das sieht aus wie hingekackt und hingeschissen. Okay. Reicht mal. So, danke. Tschüss. Ansonsten kann ich nur sagen, hat mega Spaß gemacht, das Musikvideo zu drehen von meiner Seite. Auch danke für die Einladung nochmal. Man sagt oft danke, aber man schätzt es ja auch. Gerade in der Corona-Zeit meinerseits, wo ich halt einfach auch oft zu Hause bin und immer auch oft fast denselben Tag habe, war es mal gut, um ein bisschen rauszukommen, mal in einem Hotel zu schlafen oder auch mal beim Musikvideodreh mal in eine andere Rolle zu schlüpfen. Wurde sehr alles professionell gemacht. Ihr habt ja alles gesehen, was ich reingeschnitten habe. Wenn euch das komplette Video mal in Ruhe angucken wollt, Link ist in der Bio. In der Bio? Nee, hier ist es tatsächlich in der Infobox auf YouTube. Und ansonsten kann ich nur sagen, ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Seid lange mal wieder ein Vlog gewesen. Und das waren meine Worte. Was sagst du, Sharon? Ich möchte eigentlich nicht wirklich nach Hause. Das sehe ich auch so. Tatsächlich. Hoffen wir. Das war echt geil. Ja. Und man hat echt einfach, man hat es trotz alledem kurz vergessen, alles, was so drumherum passiert. Das stimmt. Ja. Auch mit den ganzen Regeln, dass wir überhaupt eine Genehmigung bekommen haben, was ich jetzt auch nicht noch gesagt habe. Ordnungsamt kam, ja. Polizei kam, also wie gesagt, die haben dann die Erlaubnis gesehen. Nicht, dass ihr jetzt denkt, was machen die da? Das wurde wirklich alles vorab besprochen, jeder hat einen Test gemacht und auch alles gut. So, ja. Danke fürs Zuschauen. Alles klar, wisst ihr Bescheid, was Sharon gesagt hat. Bis zum nächsten Mal, lasst ein Abo da gerne und einen Daumen nach oben. Ansonsten könnt ihr auch einfach ein Fahrrad zum Tanger machen. Bis zum nächsten Mal, haut rein. Ciao! Ladies and Gentlemen, hier ist der Abmoderator und hier bei ihr Entertainer des Vlogs. Wir sind hier bald durch. Wir sind durch, komplett. Vielen Dank für die Einladung. Das Musikvideo von Matze findet ihr auf jeden Fall jetzt hier, einen Link in dieser Bio. Waren wirklich zwei tolle Tage gewesen, Gastfreundschaft hoch 10. Irgendso. Alles ja, cool. Ja. Er ist nicht der Mann mit den emotionalen Worten hier. Große Worte. Matze, danke fürs Zuschauen. Daumen hoch. Daumen, mach's gut. Bis zum nächsten Vlog. Ciao.